So, Leute, positive Musik, halbwegs positives Ereignis. Ich komme meinem Tod mal wieder ein Jahr näher. Nein, kleiner Spaß. Wir wollen ja positiv sein. Also, ich feiere Geburtstag und das bedeutet, ich mache einen Stream. Anders als im letzten Jahr habe ich dieses Jahr keinen durchmoderierten Abend einfach gemacht, sondern ich habe euch gefragt, was ihr wollt. Und ich lasse euch noch bis Mittwoch, sagen wir mal 18 Uhr, lasse ich euch noch abstimmen, weil die Abstimmung ist recht knapp. Derzeit sieht es danach aus, als ob ihr gar keinen Bock auf einen durchmoderierten Abend mit Gast und so weiter habt, sondern als ob ihr einfach 24 Stunden lang durchgehend Mario sehen wollt. Und das könnt ihr haben, vielleicht mache ich dann mal ab und zu eine Pause für was Kleines anderes. Ist ja immer noch mein Geburtstag. Aber es wird wohl in die Richtung Mario gehen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich. Und ich habe da jede Menge Spaß dran. Und ich hoffe, ihr auch. Weil das wird richtig cool. Also 24 Stunden lang ein Stream. Entweder durchgeplant oder gemacht. Im Community-Tab auf meinem Kanal könnt ihr immer noch mitbestimmen, falls ihr noch keine Stimme abgegeben habt oder eure Stimme noch ändern wollt. Das könnt ihr alles noch machen. Ändert nicht zu viel, ich muss das Ganze ja auch planen, aber es wäre ganz cool, wenn ihr alle abgestimmt habt zumindest. Das heißt, wenn jetzt alle Leute sagen, nee, ich möchte doch lieber einen durchmoderierten Abend, dann macht ihr das. Da käme auch Mario vor, aber wie gesagt, ihr stimmt dafür ab und ja, wann geht's los? Unguter Termin, denn ich habe an einem Freitag Geburtstag. So. Normalerweise hätte ich gesagt, ich mache von 0 bis 0, also meinen kompletten Geburtstag durch. Wird nicht klappen. Weil, seien wir mal ehrlich, niemand, der arbeitet, kann um 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Deswegen fangen wir um 14 Uhr an und dann feiern wir halt nochmal 14 Stunden in den Tag nach meinem Geburtstag rein. Warum nicht? Es ist, wir haben also quasi weniger von meinem Geburtstag als vom Tag nach meinem Geburtstag, aber es ist egal. Es ist meine Geburtstagsfeier, es würde mich freuen, wenn die meisten dabei wären. Ihr müsst auch nicht die ganze Zeit dabei sein. Seien wir mal ehrlich, ich erwarte nicht, dass um 4 Uhr morgens sonderlich viele Leute da sind. Aber es wäre ganz cool, wenn zumindest jeder mal kurz reingeschaut hat, mal alles Gute zum Geburtstag gesagt hat und sich anständig wieder verabschiedet und vielleicht sogar ein bisschen da bleibt und ein bisschen Spaß mit mir hat, weil ich freue mich und ihr freut euch vielleicht auch. Und das Schöne ist an so einem Termin, ihr könnt abends ins Bett gehen und morgens, wenn ihr aufwacht, bin ich immer noch da. Es ist unglaublich. Und es ist mein Geburtstag. Und wer jetzt wissen will, wie alt ich werde, oh, da resettet sich schon die Musik, ich muss mal bis sie hinmachen. Ich werde alt. So sieht's aus. Nein, so alt werde ich eigentlich noch gar nicht. Ich werde... Guckt auch keiner zu, hört auch keiner zu, ne? 27. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir hören uns... Ja, sehen nicht wirklich, aber wir hören uns zumindest am 9.7. 14 Uhr. Denkt dran, egal wie ihr euch entscheidet, der Stream geht bis 10.7. 14 Uhr. Außer ihr entscheidet euch für den Never Ending. Dann geht's so lange, wie ihr mitmacht. Also Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich weiß, ich rede bei den Infovideos immer viel zu lange, aber Geburtstag. Also, 9.7. Kommt vorbei, esst ein Stück Kuchen. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.